tödliches Spiel mit der Gefahr. Die Suche nach dem ultimativen Kick. Überdruss und das Ausreizen von Grenzen. Ricardo stürzt sich in eine komplizierte Dreiecksgeschichte und setzt damit sein eigenes Leben aufs Spiel. Was uns ganz wichtig ist, dass es eigentlich schlussendlich ein Kammerspiel ist. Es eine Dreiecksbeziehung gibt in all ihren schönen und unschönen Facetten. Und dass diese Ulrika eigentlich dem Ganzen eine andere Ebene verleiht, eine mystischere, magischere, unheimlichere Ebene. Mit Unballo in Maschera gibt der Regisseur Johannes Erath sein Debüt an der Bayerischen Staatsoper. Er siedelt Verdis Oper in einem surrealen Raum an, in dem die Grenzen zwischen Schein und Sein, zwischen Wahrheit und Fiktion verschwimmen. Die Figuren des Stücks verstricken sich in ein Versteckspiel. Mehr und mehr fallen jedoch die Masken und wahrhaftige Emotionen treten zutage. Es war mir sehr wichtig, dass wir eigentlich eine Hermetik schaffen, die aber schlussendlich fast wie auch was von einer Maske hat, von einem Elfenbeinturm, von einem in sich gefangen sein, wo die Wände langsam aufbrechen, wo die Fassade reißt, wo es durchlässiger wird. Für uns ist der ganze Abend ein Maskenball. Jeder hat die ganze Zeit irgendwie etwas zu verbergen, ein Gefühl, eine Intention. Speziell Ricardo, ja, das ist ein Spielcharakter. Also der spielt mit dem Schicksal und mit der Liebe und mit Freundschaft. Und ja, es ist auch ein Machtmensch. Das heißt, der spielt auch mit den Leuten drumherum, akzeptiert kein Nein. Also das sind die negativen Eigenschaften. Aber eigentlich, im Grunde genommen, ist ein guter Mensch, weil am Ende will er eine positive Lösung finden. Und das ist für mich die, ja, die maßgebende Richtung für den Charakter. Der aus Polen stammende Tenor Piotr Beczaua ist zum ersten Mal in einer Premiere in München zu erleben. Wegen des riesigen musikalischen Spektrums, das von einer fast offenbachschen Leichtigkeit bis zur großen dramatischen Emphase reicht, sieht er in Ricardo eine der vielschichtigsten Verdi-Rollen überhaupt. Also die Knackpunkte sind wirklich die Umschwünge, die von einem elegischen, breit gesungenen Moment in die spielerischen Szene kommen oder umgekehrt. Wo eine heitere Szene in einem sehr düsteren Zustand endet. Und das ist nicht einfach mit der Stimme darzustellen, weil da muss man diese zwei Seiten beherrschen und auch diese Wechsel auch machen können. Das ist das Tolle an dem ganzen Stück, weil es wirklich was Janusköpfiges hat. Das springt immer. Von der ersten Szene an ist immer so eine Ambivalenz vorhanden. Der erste Chor, der eine Teil des Chors singt Posa in Pace, der andere, und es geht um Liebe, der andere Chor singt, es geht um Hass. Und das wird dann auch musikalisch ineinander gewoben. Es geht sofort, wenn es irgendwie zu dramatisch wird, wie so eine Überschlagshandlung, kippt es in den Humor, und das hat aber natürlich was sehr Groteskes dadurch, weil es immer parallel, die einen lachen, die anderen ertragen ihre Situation schon beinahe nicht mehr, und dadurch wird es sehr absurd, und das finde ich sehr schön, weil das wie immer das ganze Stück auf einem Grat ist, es kippt da, tak, 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 und das auch zu inszenieren macht total Spaß. So wie alle Figuren der Oper zum Teil eine Rolle spielen, so hat auch Amelia mehrere Gesichter. So empfindet es Anja Harteros, die nach Elisabetta Violetta oder Leonora, ihrem Repertoire, mit dieser Produktion eine weitere Verdi-Partie hinzufügt. Ich muss was darstellen in der Gesellschaft. Von daher muss ich natürlich die gute Frau auch spielen und auch sein. Dadurch, dass ich natürlich mich verliebt habe in jemand anderen, muss ich das natürlich noch mehr spielen. Worte,
Aber auch in der Liebe zu Ricardo spielt Amelia nicht immer mit offenen Karten. Das ist zwar sehr wahrhaftige Musik, aber ich denke auch, dass wie so oft im Leben man etwas in einen anderen Menschen hineinprojiziert. Also das heißt, diese wahnsinnig große Liebesszene mit diesem großen Ich liebe dich, auf diesem, also wirklich fand diese Musik, die wir alle, weswegen wir wahrscheinlich alle in diese Oper gehen, könnte ich mir vorstellen, denkt man, das muss ja eigentlich ganz, ganz ehrlich sein und wahrhaftig. Aber ich denke, es ist in dem Moment ehrlich zu sich selber, aber gar nicht in Bezug auf Ricardo. Ja, für mich eine zwiespältige Frau, durchaus, weil einerseits hat sie diese sehr reine Musik, die eben halt sie als beinahe unschuldiges Wesen schildert, die eben halt irgendwo hineinschlittert, und andererseits ist die halt so widersprüchlich. Sie verstrickt sich auch in Widersprüche, und ich finde also dadurch überhaupt eigentlich eher eine zwiespältige Figur. Un ballo in maschera ist ein Spiel mit Identitäten. Verdis Musik lotet die Extreme zwischen Komödie und Tragödie aus und markiert zugleich einen Wendepunkt in seinem Schaffen. So sieht es Zubin Mehta. Musiksprache ist es ein bisschen anders als Trovatore, Traviata, Rigoletto. Dort ist die Melodie und eine einfache Begleitung, was man Umpampa nennt. Hier ist es fast nicht mehr. Hier, Orchester spielt viel mehr Rolle, aber transparent. Er ist nicht mit Wagner beeinflusst, wie bei Aida oder Othello. Und es fließt auch im Orchester eine Melodie, gleichzeitig manchmal. Manchmal gibt es auch die Trovatore-Begleitung. Also es ist eine Zwischenstation, musikalisch gesagt. Es ist der Höhepunkt von mittlerer Verdi, sagen wir. Und diese Oper, sagen wir mal, ist eine Perfektion, wo man nicht spürt, dass er irgendeine Note zu wenig oder zu viel. Es ist alles in Ordnung, Konstruktion, Dimension, Persönlichkeiten, die pure Liebe. Ricardos riskantes Spiel mit dem Schicksal, mit der Liebe und dem Leben endet tödlich. Doch auch der Tod ist Teil des Spiels. Realität und Fiktion vermischen sich, wenn schließlich die Masken fallen.